Der Peugeot 308 wurde zum Auto des Jahres 2014 gewählt. Eine Jury von 58 Autojournalisten aus 21 Ländern hat den Franzose über 6 anderen Finalisten gewählt. Eine angesehene Ehre für den kompakten Franzose. Er wird Nachfolger des Volkswagen Golf, der 2013 gewonnen hat. Das Auto wurde in ein sehr konkurrenzbetontes Segment eingeführt. Wir haben viele Verbesserungen gegenüber der vorigen Version gemacht. Wir haben einige sehr radikale und innovative Lösungen gemacht, wie für das Interieur. Ich denke, dass wir diese Ehre aus beiden diesen Gründen verdienen. Mit 307 Punkten hat sich der 308 gegen die zwei innovativen Elektroautos durchgesetzt, der BMW i3 und der Tesla Model S. Ich denke, die Jury ist bei den konventionellen Technologien geblieben, weil das Elektroauto sich noch nicht wirklich bewiesen hat und weil die Elektrotechnologie auch sehr teuer ist. Das ist ein Auto für den Massenmarkt, aber mit seinen niedrigen CO2-Emissionen wird es auch eine super Gesamtauswirkung haben. Peugeot wird eine Weltpremiere am Salon vorstellen, die SW-Version von 308. Für Erfolg bestimmt.